Servus Leute, was geht? Ich bin Marco von Flirt Empire und in diesem Video heute geht es darum, wie du lernen kannst, nie wieder deinen Partner emotional und energiemäßig komplett auszusaugen. Super wichtig für deine Beziehung, damit du nicht mehr an diesen Punkt kommst, wo dein Partner einfach gar keinen Bock mehr auf dich hat oder irgendwas noch zu geben, weil er das Gefühl hat, dass er zu viel gegeben hat schon in der Beziehung und zu wenig zurückbekommen hat. Um das herauszufinden, bleibst du jetzt dran und nach dem Intro geht's weiter. Also enjoy! Was du dir vielleicht als erstes bewusst machen solltest, ist, dass jeder Mensch irgendwo eine Grenze hat, wie viel Stress er aushalten kann. Stress in Form von beruflichem Stress, schulischem Stress, sportlichem Stress, egal was für ein Stress, ob Beziehungsstress oder irgendeine andere Art von Stress. Jeder Mensch hat irgendwo einen Punkt, wo er ausrastet, wenn er zu viel Stress empfindet. Und woran kannst du merken, dass dein Partner an diesem Punkt angelangt ist, dass er nicht noch mehr Stress aushalten kann? Das erste Indiz ist, dass dein Partner ein aggressives Verhalten an den Tag legt, obwohl er eigentlich nicht so der aggressive Typ ist. Ja, obwohl er eigentlich ein total ruhiger Typ ist, ein total lieber Typ. Aber du merkst, sobald du ihn stresst, legt er ein aggressives Verhalten an den Tag. Und dieser Tipp gilt besonders für Frauen, da Frauen sowas viel öfter mitbekommen, dass der Mann aggressiv wird, wenn sie ihn stressen. Das Herzstück, die Herzmessage dieses Videos ist, dass du deinen Partner niemals auf die komplette Palme bringst. Okay, klar, du kannst deinen Partner mal nerven, du kannst ihm auf den Sack gehen, aber und gerade als Frau ist es so, dass du deinen Partner, wenn er sagt, hey Schatz, ist gut, halt jetzt die Klappe oder sonst irgendwas. Das sind so Zeichen, wo du merkst, dass du es übertreibst. Ja, ich sag dir gleich noch ein paar mehr Zeichen, wo du es merkst. Aber wenn dein männlicher Partner dir sagt, hey, es reicht jetzt, es langt, halt die Klappe, ich halte nicht mehr aus. Das ist sozusagen der letzte Appellruf des Mannes an die Frau, jetzt endlich mal Ruhe zu geben, ansonsten kracht's. Ja, und in diesem Video soll es halt darum gehen, dass du Dinge merkst in Zukunft, bevor sie krachen und dann das Krachen an sich verhinderst, dass du es nicht übertreibst. Ja? Don't drain your partner bedeutet im Endeffekt, reg deinen Partner nicht komplett auf. Ja? Tu ihm nicht zu sehr weh. Weitere Dinge, woran du merken kannst, dass du es einfach ein bisschen übertrieben hast, ja? Mit deiner Nerverei oder mit deinem Getue, ja? Mit deinen Stories, mit deiner Art, ist, wenn dein Partner dir nichts mehr gibt, ja, wenn du merkst, dass die Liebe nachlässt, dass die Zärtlichkeit nachlässt, dass einfach alles nachlässt, ja, die Gefühle, Emotionen lassen nach. Das ist so ein Punkt, da hast du irgendwo einen Knick in die Beziehung reingebracht, egal ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist, der deinen Partner dazu geführt hat, dass er dir gar nicht mehr geben will. Und das ist auch genau der Knackpunkt. Du darfst deinen Partner nicht bis zu diesem Punkt bringen. Warum? Weil dein Partner ab dem Moment sagen wird, hey, ich will ja gar nicht mehr. Und ab dem Moment hast du ein Riesenproblem, weil dein Partner ist eigentlich die einzige Person in der Beziehung, wenn dieses Problem da ist mit dem Knick, der diesen Knick aufheben kann, der an sich selbst arbeiten kann, um wieder mehr zu geben. Aber wenn du deinen Partner dahin geführt hast, weil du ihn zu krass genervt hast oder ihm zu sehr auf den Sack gegangen bist oder nicht aufgehört hast, als dein Partner gesagt hat, hör auf, es reicht. In dem Moment hast du deinen Partner so sehr verärgert, dass er es dir vielleicht auch irgendwo ein bisschen zurückzahlen will. Ja? Weil du nicht gemerkt hast, dass du deinem Partner auf den Schlips trittst. Und das musst du einfach in Zukunft merken. Als Frau merkst du es ganz besonders, wenn dein Mann anfängt, dir nicht mehr zuzuhören. Dann hast du es einfach übertrieben, weil er dann emotional abschaltet, um sich selbst vor dir zu beschützen. Ja? Weil du ihm einfach irgendwann mal so krass auf den Sack gegangen bist, dass er sich beschützen muss vor dir im Endeffekt, weil du ihn sonst wieder verletzt und ihn emotional durcheinander bringst. Und der Schutzmechanismus ist nicht irgendwie abzuhauen, sondern das ist dir nicht mehr zuzuhören, das ist anderen Kram zu machen, der nichts mehr mit dir zu tun hat. Aber das würde eine Frau genauso machen. Ja? Eine Frau würde dir dann auch nicht mehr deine coolen Stories zuhören, die würde dich nicht mehr so viel loben, die würde eher anderen Kram mit ihren Freundinnen anfangen zu machen, als irgendwie mit dir was zu planen. Und das ist so ein Notsignal, woran du erkennen kannst, dass du es übertrieben hast. So, was kannst du jetzt tun, falls du gemerkt hast, dass du deinem Partner auf den Schlips getreten bist, um das Ganze wieder gut zu machen, um deinen Partner wieder dahingehend zu bekommen, dass er von sich aus dir Liebe geben will, dir Zuneigung geben will, dir Aufmerksamkeit schenken will, dir Geschenke macht
und so weiter und so fort. Also sich wieder um die Beziehung kümmert, proaktiv. Was musst du dafür tun? Erster Linie musst du dir überlegen, was will mein Partner überhaupt? Was war der Punkt, den so aufgeregt hat, dass er dir jetzt nicht mehr so viel geben möchte, oder falls es eine Frau ist, dass sie dir nicht mehr so viel geben möchte? Was war es genau, was du gemacht hast, was deinen Partner verärgert hat? Oder was war es genau, was du nicht gemacht hast, was deinen Partner verärgert hat? In vielen Fällen hat es was mit Sex zu tun, du hast ihn sexuell nicht befriedigt oder du hast etwa eine wichtige Story nicht richtig zugehört, die dein Partner dir erzählen wollte. Oder dein Partner sagt dir schon seit langem, hey, ich will mal wieder mit dir ins Schwimmbad gehen oder ich will mal wieder was mit dir unternehmen. Und von dir kommt einfach kein Vorschlag. Oder dein Partner hat eine bestimmte sexuelle Fantasie, wieder dieser Punkt Sex. Ja, es hat sehr, sehr viel, dieses Problem hat sehr viel mit sexueller Unbefriedigtheit zu tun und gleichzeitig mit Übertreiben von Negativität ausschütten auf den Partner. Also das heißt, wenn du deinen Partner sexuell in irgendwas nicht befriedigt hast oder ihm zu viel Negatives an den Kopf geschmissen hast, wird dein Partner dahingehend enden, nicht mehr so viel für die Beziehung tun zu wollen. Und genau das Gegenteil musst du machen, wenn du willst, dass dein Partner wieder was für die Beziehung tut. Gib deinem Partner etwas, was er möchte. Gib deinem Partner etwas, wonach er sich sehnt. Tu etwas für ihn oder, keine Ahnung, erfülle ihm mal seinen größten Wunsch. Ja? Frag deinen Partner. Wenn du nicht mal weißt, was dein Partner will, dann hast du ein Riesenproblem. Weil dann ist kein Wunder, dass dein Partner an diesem Punkt ist, wo er einfach sich selber zurücknimmt, weniger tut, weil er merkt, hey, mein Partner kümmert sich ja gar nicht um mich. Und in diesem Video soll es halt eben genau darum gehen, dass du dich lernst zu kümmern um deinen Partner, indem du die richtigen Fragen stellst. Und die erste richtige Frage ist, was ist momentan dein größter Wunsch? Stell genau diese Frage deinem Partner, was ist momentan dein größter Wunsch? Und sobald du das weißt, weißt du, in welche Richtung es ungefähr geht. Und dann musst du herausfinden, was ist der zweitgrößte Wunsch? Was ist der drittgrößte Wunsch? Und so weiter und so fort. Finde alle Wünsche raus, was deinem Partner momentan wichtig wäre, worauf er Bock hätte. Und dann gibst du deinem Partner genau das. Und sobald du ihm genau das gegeben hast, wirst du merken, dass, du kennst es, diese Situation nach einem Streit, man hat sich gestritten und irgendeiner sagt was Lustiges. Und auf einmal kann man nicht mehr dem anderen sauer sein und man muss dann auf einmal lachen und danach ist nicht ganz alles wieder gut, aber man arbeitet dahin. Ja? Man sagt dann vielleicht noch ein, zwei Sprüche und dann ist wieder gut. Ja? Und genau das Gleiche ist, wenn du merkst, dass dein Partner weniger gibt in der Beziehung, musst du einfach mehr geben. Ja, dann musst du einfach der Part sein, der raushaut, der dem Partner Benefit, Vorteile, Mehrwert liefert. Und wenn du das machst, wirst du erkennen, dein Partner hat wieder Bock auf dich, dein Partner will wieder mehr geben und dein Partner gibt auch wieder mehr. Das ist der größte Trick. Das ist, ich meine, die komplette Pickup-Community hat dieses Prinzip nicht verstanden, dass du als Pickup-Artist mehr Wert bringen muss, dass du dem anderen Vorteil bringen musst. Das hat nichts mit, ich verkaufe mich selbst durch diesen Vorteil zu tun. Es hat was damit zu tun, warum sollte ich mit jemandem chillen, der mir Nachteil bringt. Okay? Und genau deswegen musst du deinen Mindshift in der Beziehung noch viel krasser in diese Richtung lenken, dass du sagst, ich bringe meinem Partner einen riesen Vorteil, alleine deshalb, weil er mit mir zusammen ist. Und genau das solltest du tun, wenn du merkst, mein Partner gibt weniger in der Beziehung. Und dann wirst du auch sehen, dass dein Partner wieder mehr gibt und dich wieder lieben wird, so wie am Anfang. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere jetzt den YouTube-Channel, like die Facebook-Fanpage und gehe unbedingt auf www.flirtempire.com und registriere dich dort als Nutzer. Dann bekommst du ein 15-minütiges Telefoncoaching mit mir oder einem der anderen Flirt-Coaches von Flirt Empire gratis an deine E-Mail-Adresse zugeschickt und hast Zugang zum Forum, wo du uns jede Frage stellen kannst, die dich momentan beschäftigt. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Peace out, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Marco.